بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Meine lieben Geschwister, ich habe mich sehr kurzfristig heute umentschieden, was das Thema betrifft. Auch wenn ehrlich gesagt das, was wir heute besprechen werden, so ein bisschen auch mit unserer Reihe zu tun hat. Und zwar habt ihr sicherlich mitbekommen, dass in den letzten Tagen es auf Instagram sehr viele Diskussionen gab, aufgrund einiger Posts. Von einer Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit steht und auch durchaus, sage ich mal, nützliche Inhalte verbreitet hat, aber auch teilweise dann manchmal Inhalte, die anecken. Und auf jeden Fall gab es jetzt einen großen Aufschrei, lange Diskussionen, Debatten, die teilweise auch sehr unschön geführt wurden, nämlich über die Frage, wie sieht es eigentlich mit dem Hijab einer muslimischen Frau aus? Muss eine muslimische Frau eigentlich ihre Haare bedecken oder handelt es sich hierbei lediglich um einen Brauch oder um eine Sunna? Vorweg, das ist ganz wichtig, bevor wir jetzt beginnen werden, inshallah. Es geht hier überhaupt nicht darum, über jetzt die muslimische Frau an sich zu sprechen. Das heißt, ob jetzt eine muslimische Frau für sich entschieden hat, das Kopftuch zu tragen, oder ob sie sich nicht entschieden hat, das Kopftuch zu tragen, aus welchen Gründen auch immer. Darum geht es nicht. Sondern es geht hier wirklich um eine reine Fiqh-Frage und auch, man muss auch sagen, um eine reine auch methodische Frage, wie wir überhaupt mit den Texten umgehen und wie wir an unsere Quellen herangehen und wie wir unsere Quellen als Muslime interpretieren. Und nicht, dass mich heute eine Schwester falsch versteht, wenn ich jetzt sage, der Hijab ist eine Pflicht, was nach allen Gelehrten der Fall ist, werden das natürlich noch beleuchten, dass sie sich jetzt irgendwie unter Druck gefühlt fühlt, wenn sie kein Kopftuch trägt. Darum geht das nicht, nein. Es geht hier wirklich darum zu wissen, was sagt Allah Ta'ala im Koran. Es ist genauso wie, wenn wir über ein anderes Gebot sprechen würden, über das Gebet und einer betet noch nicht. Ja? Oder über das Fasten und einer fastet noch nicht. Weil eine Person nicht fastet, heißt es nicht, dass das Fasten deswegen keine Pflicht ist. Sondern das Fasten ist eine Pflicht. Darüber sind sich alle Muslime einig. Das Gebet ist eine Pflicht, darüber sind sich alle Muslime einig. Die Hajj ist eine Pflicht, auch wenn viele vielleicht sagen, ich mache die Hajj nicht, aus welchem Grund auch immer, obwohl sie es vielleicht machen könnten. Und trotzdem ist die Hajj eine Pflicht. Und ich als Muslim möchte einfach meine Religion kennenlernen. Und wir als Menschen, als Muslime, sind alle nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt im Koran, فَاتَّقُوا اللَّهَ. So fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, so gut ihr könnt. Das erst einmal dazu, damit man nicht falsch verstanden wird, weil immer wieder in den letzten Wochen und Monaten hört man immer wieder auch auf Facebook, auf Instagram, ja, dann, ihr bevormundet die Frau, wenn ihr über diese Themen sprecht. Nein, es geht hier überhaupt um keine Bevormundung, noch um irgendetwas. Es geht hier einfach nur darum, dass wir einen Blick werfen auf die Quellen und schauen wollen, wie ist das eigentlich mit dem Hijab? Umfasst der Hijab einer muslimischen Frau wirklich ihre Haare oder umfasst er ihre Haare nicht? Weil eine muslimische Frau und auch ein muslimischer Mann möchte natürlich wissen, was Allah Ta'ala von ihm verlangt hat. Was ist richtig, was ist falsch? Weil was heißt das denn, Muslim zu sein? Das ist erstmal ganz wichtig. Muslim zu sein bedeutet, Gott ergeben zu sein. Das heißt, ich bin bereit als Muslim, Allahs Gebote so gut ich kann zu befolgen. Das ist Muslim sein. Muslim sein ist nicht, dass ich mir überlege, was ist für mich gut, was ist für mich schlecht? Und dann passe ich die Religion an meine eigene Neigung an. Das hat mit Muslimsein nichts zu tun. Sondern Muslimsein ist, wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Und weder ein Mu'min noch eine Mu'mina haben das Recht, wenn Allah und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam eine Angelegenheit festgelegt haben, bestimmt haben, dass sie dann die Wahl haben.
Wenn jemand dann trotzdem einem Gebot nicht nachkommt, das ist eine Sache zwischen ihm und zwischen Allah. Das ist eine andere Sache. Darüber reden wir nicht. Wir sind alle schwach. Wir haben alle unsere Schwächen. Darum geht das nicht. Es geht aber darum zu verstehen, was will eigentlich Allah von mir? Vielleicht will ich mich ja verbessern. Vielleicht versuche ich ja auch diese Gebote umzusetzen irgendwann einmal, die ich bisher nicht umgesetzt habe. Weil das ist das, worum es geht. Und meine lieben Geschwister im Islam, wir haben ja gerade momentan eine Reihe über die Zeichen des jüngsten Tages. Und zu den Zeichen des jüngsten Tages gehört was? Dass wir als Muslime anfangen werden, in die Fußstapfen derjenigen zu treten, die vor uns waren. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Entschuldigt es. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا. Ihr werdet die Bräuche derjenigen, die vor euch waren, Handbreite um Handbreite und Armlänge und um Armlänge befolgen. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ لِسَلَكْتُمُوا. Selbst wenn sie in das Loch einer Eidechse hineinkriechen würden, ihr würdet hinterher kriechen. قَالُوا, sie sagten, الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Handelt es sich hierbei um Juden und Christen und Gesandte Allahs, die wir befolgen werden, eins zu eins nachahmen werden in allem, was sie tun? Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam antwortete mit einer rhetorischen Frage. Famen, wer sonst? Famen, wer sonst? Das heißt, unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat uns aufgezeigt, dass unsere Umma sich dahingehend entwickeln wird, dass wir eines Tages eins zu eins das tun werden, was die anderen tun. Und eine Entwicklung, die wir hier in Europa hatten, im christlich-jüdisch geprägten Europa, wie man immer so schön sagt, ist, dass man versucht hat, im Grunde genommen die Gesellschaft zu säkularisieren. Komplett. Das heißt, Religion und das alltägliche Leben voneinander komplett zu trennen. Religion hat keinen Einfluss auf meinen Alltag. Ich kann zwar glauben, aber mein Alltag soll damit nichts zu tun haben. Eine Säkularisierung, eine klare Trennung zwischen Religion und zwischen Staat und zwischen dem sogenannten profanen Leben. Das ist eine Entwicklung, die wir hier in Europa haben und hatten und immer noch haben, die dann bis zu einer Religionsfeindlichkeit geführt hat, wie wir es auch in vielen Ländern haben und auch in vielen Gesellschaftskreisen. Menschen, die grundsätzlich etwas gegen Religion haben. Und die im Grunde genommen allergisch reagieren auf alles, was religiös ist. Und das erleben wir gerade hier in Berlin in extremer Weise. In extremer Weise. Und deswegen haben wir in Berlin auch ein sehr, sehr ungerechtes Gesetz. Das nennen wir, das wird Neutralitätsgesetz genannt. Das heißt, eine Frau, die ihr Haupt bedeckt, darf nicht als Lehrerin arbeiten. Wie absurd. In Brandenburg darf sie arbeiten, in Berlin darf sie nicht arbeiten. In Brandenburg, wo viel weniger Muslime leben, ja, darf eine Frau mit Kopftuch arbeiten, aber in Berlin, wo voll, die Klassen voll sind, teilweise mit 80-90% muslimischen Schülern, darf eine Frau mit Kopftuch nicht arbeiten. Neutralität. In der Schule meiner Tochter ist ein Lehrer, dessen Plakate von der AfD aufgehangen wurden, weil er nämlich Mitglied in der AfG ist und sich in Spandau aufgestellt hat. Der darf als Lehrer arbeiten, ein AfD-Mitglied. Was klar gegen Muslime hetzt, klar gegen jegliche Form von Ausländer hetzt, der darf als Lehrer arbeiten. Er ist ja neutral. Sehr neutral. Eine Lehrerin, die sich für die SPD aufstellen lassen hat, unterrichtet ebenfalls. Das ist alles neutral, das ist kein Problem. Aber eine Frau, die sich dafür entschieden hat, ihr Kopf zu bedecken und mit Politik nichts zu tun hat, darf nicht unterrichten, weil sie könnte ja eventuell die Kinder negativ beeinflussen. Blödsinn. Unsinn. Rassismus pur. Religionsfeindlichkeit pur. Das heißt, wir haben hier in Europa eine Entwicklung, wo Religion versucht wird, an den Rand der Gesellschaft zu dringen. Und wo von der Religion verlangt wird, ob zu Recht oder Unrecht, die europäische Entwicklung ist nochmal eine andere als die muslimische in den muslimischen Ländern. Ja, ist ein anderes Thema jetzt. Aber die Tatsache ist, man versucht, Religion aus dem Alltag zu verbannen. Und was machen Muslime? Sie adaptieren genau diese Sache. Und fangen an, genau das zu predigen, genau das auch zu praktizieren. Seit wann gibt es diese Diskussion darüber, ob eine Frau ihr Haupt bedecken muss oder nicht? Gibt es diese Diskussion unter Muslimen? Oder ist es eine neue Diskussion, eine neue Debatte? Es ist eine ganz komplett neue Debatte.
Diese Debatte, die wird erst seit ca. 100 Jahren geführt. Nachdem einige Muslime, insbesondere auch muslimische Akademiker im Westen studiert haben, zurückgekommen sind mit einem anderen Kopf und versucht haben, den Westen eins zu eins zu kopieren. Qasim Amin, Rifa'a Tahtawi, nur um einige Namen zu nennen, die dann angefangen haben, oh, guck mal, hier in Europa, in Paris, ja, ist man fortschrittlich. Und dementsprechend, ja, müssen wir schauen, woran liegt es, dass wir so rückständig sind. Das liegt daran, dass wir unsere Frauen den Hijab aufzwingen. Das ist die logische Schlussfolgerung. Das ist immer die Frau. Der Hijab ist der Grund für die Rückständigkeit der Gesellschaft. Und man fing an, da zum allerersten Mal in der muslimischen Geschichte, 1300 Jahre gab es diese Diskussion nicht. Und zum allerersten Mal, wo man Kontakt hatte zum säkularen, christlich-jüdisch geprägten Westen, hat man zum allerersten Mal unter Muslimen die Frage aufgeworfen, muss eigentlich eine muslimische Frau ihr Haupt bedecken oder nicht? Diese Frage ist dem Muslim fremd gewesen, über 1300 Jahre hinweg. Keiner hat diese Frage gestellt. Warum? Weil es klar und deutlich formuliert ist, wie wir noch sehen werden, inshallah. Und daran erkennen wir, diese Debatte ist eine uns aufgezwungene Debatte. Und leider gibt es immer mehr Geschwister, auch Influencer und andere, die sich auf diese Debatte einlassen und die leichtfertig nachgeben und auch ohne jegliche Methodologie im Fiqh dann anfangen, ihre eigene Methodologie aufzustellen, ihre eigene Methode, Usul al-Fiqh. Wir werden das gleich nochmal erwähnen, inshallah, und dann behaupten, ja, also aus meiner Sicht, ja, ist der Hijab keine Pflicht, sondern lediglich eine Sunna oder ein Brauch oder weiß ich nicht was. Das ist sehr gefährlich. Warum? Weil es ist keine innermuslimisch geführte Debatte, die von uns aus herauskommt, sondern es ist eine Debatte, die uns aufgezwungen wird und wir lassen uns darauf ein. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wozu führt solch eine Debatte? Solch eine Debatte führt zu einer Fitna. Eine Fitna für viele Muslime. Eine Versuchung. Viele muslimische Frauen, die vielleicht nicht mehr sicher sind. Ist das jetzt wirklich ein Gebot? Ich meine, es ist nicht leicht, hier in Deutschland einen Kopftuch zu tragen. Und wirklich, ich habe großen Respekt vor jeder muslimischen Frau, auch vor jeder anderen muslimischen Frau. Ja? Aber auch gerade jeder muslimischen Frau, die sich äußerlich dazu bekennt, eine Muslime zu sein, durch ihren Hijab. Habe ich großen Respekt davor. Sehr großen Respekt davor. Das deutet auf selbst, das deutet darauf hin, dass sie selbstbewusst ist. Dass sie zu ihrer Identität steht. Ich habe großen Respekt davor und es ist nicht leicht und ich weiß, es ist nicht leicht. Und ich habe auch Verständnis für muslimische Schwestern, die sagen, ich schaffe das nicht. Habe ich Verständnis für. Und ich würde sie niemals verurteilen dafür, niemals. Das, was wir machen, ist einfach Dauer machen. Motivieren, die Leute motivieren, aber niemals verurteilen. Ich würde niemals eine muslimische Frau verurteilen, wenn sie sagt, ich schaffe es, kein Kopftuch zu tragen. Wer bin ich? Mache ich alles richtig, dass ich sage, du bist jetzt hier eine Sünderin? Nein, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es einfach, uns gegenseitig zur Geduld ermahnen und uns gegenseitig zur Wahrheit ermahnen. Das ist alles. Wir geben uns gegenseitig eine Nasiha, nicht mehr und nicht weniger. Und weil eine Schwester sagt, ich kann kein Kopftuch tragen, aus welchem Grund auch immer, ja, dann ist sie trotzdem noch meine Schwester. Und ich motiviere sie trotzdem, all die anderen Dinge zu praktizieren, die Allah Ta'ala von ihr verlangt hat. Und warum diese Debatte gefährlich ist, ist auch noch ein anderer Aspekt. Und zwar, wir fangen an den Grundfesten des Islam zu... Entschuldigt bitte. Wir haben angefangen, leider, an den Grundfesten des Islam zu rütteln. Wir werden auch gleich erklären, warum. Immer wieder kommt in dieser Debatte der Begriff Ijma' vor, Konsens. Ja, es gibt einen Konsens unter muslimischen Gelten, ganz klaren Konsens, eindeutig. Und manche sagen, wir brauchen keinen Konsens, wir können ihn einfach über Bord werfen. Nein, das ist nicht so einfach. Und warum es so gefährlich ist, ist, dass die Leute nämlich anfangen, alles in Frage zu stellen. Weil eine Sache in Frage zu stellen, ist sehr einfach. Weil die wenigsten Menschen sich wirklich ausführlich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und ich werde gleich Vergleiche ziehen, um aufzuzeigen, wie leicht man bestimmte Dinge in Frage stellen kann. Weil man sagt, wo ist der Beleg dafür?
nehmen wir das vorweg, inshallah. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ich euch fragen würde, wo ist der Beleg dafür, wie viele Rak'a das Isha-Gebet hat? Nehmt mir einen Beleg. Oh, es nervt. Entschuldigt bitte, das ist hier so laut. Wie viele Rak'a hat das, wo steht, in welchem Hadith, wie viele Rak'a hat das Isha-Gebet hat? Nennt mir eine Ayah aus dem Koran oder einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihr werdet schwer etwas finden. Es gibt manche Hadithe, die deuten darauf hin, dass das Gebet vorher verkürzt war und dann da, aber es wird nicht extra das explizit das Isha-Gebet erwähnt. Es gibt einige Hadithe bezüglich des Maghrib-Gebets, aber eher so indirekte Hadithe, aus denen wir das so indirekt entnehmen können. Woher haben wir das aber? Das ist ein Ijma'. Es gibt ein Ijma' unter den Gelehrten, dass das Isha-Gebet 4 Rak'a hat. Weil das von Generation zu Generation so praktiziert wurde, keiner hat das angezweifelt. Wenn du aber jetzt wirklich einen starken Beleg willst, ist es schwierig. Es gibt weder im Koran einen Vers, der sagt 4 Rak'a, noch einen Hadith, der dir sagt ganz konkret 4 Rak'a, der eindeutig ist. Das heißt, wir praktizieren als Muslime etwas die ganze Zeit und wir haben eigentlich gar keinen richtigen Beleg dafür. Brauchen wir auch nicht. Warum? Weil es von Generation zu Generation so praktiziert wurde. Und keiner das in Frage gestellt hat. Weder Sunniten, noch Schiiten, noch irgendeine andere Gruppe hat jemals in Frage gestellt, dass das Isha-Gebet 4 Rak'a hat. Jetzt könnte aber jemand kommen und sagen, guck mal, ihr redet hier von Gebet. Das Gebet ist grundsätzlich einfach nur deine Beziehung zu Allah. Wo steht denn, dass wir 5-mal am Tag beten müssen? Die Sunna nehme ich nicht an. Da fängt es nämlich schon an. Viele dieser Leute akzeptieren auch nicht die Sunna. Zeig mir einen Koranvers, dass man 5-mal am Tag beten muss. Findest du nicht. Es gibt keinen Koranvers, der eindeutig sagt, du musst 5-mal am Tag beten. Man hat versucht dann, einige Koranverse zu nehmen und zu sagen, aus denen kann man entnehmen, dass es 5 Gebete am Tag gibt. Aber wenn man das nicht wüsste, dass es 5 sind, würde man niemals darauf kommen. Könnte man auch sagen, es sind nur 3 Gebete. Und daran erkennen wir, natürlich brauchen wir ein Ijma. Gar keine Frage. Und bei solchen Dingen, die so klar und deutlich sind, ja, reicht auch ein Ijma. Und wie ist es dann erst, wenn ich klare und deutliche Ayat habe, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Deswegen, diese Diskussion ist gefährlich. Warum? Weil wo mache ich Halt? Wo setze ich einen Stopp? Und wir sehen das in liberalen Kreisen. Sie fangen auch an, solche Dinge in Frage zu stellen. Muss man wirklich fasten? Oder kann nicht das Fasten auch anders interpretiert werden? Dass ich einfach auf etwas verzichte, so wie wir es heute in der Kirche haben, gerade in der evangelischen Kirche, wo jeder für sich selbst bestimmen kann, wie er fasten möchte. Muss ich wirklich auf Essen und Trinken verzichten? Ich meine, der Koran ist klar, aber ist das doch, wir müssen hinter den Sinn schauen. Und wir sehen, wenn wir nicht wirklich klare Methoden haben, wie wir an unsere Quellen herangehen, dann führt das zu einer Beliebigkeit. Der eine sagt, okay, ich bleibe beim Hijab, der ist für mich keine Pflicht. Der andere sagt, ich gehe noch weiter. Ich bin konsequent in meiner Methode. Und ich fange an, alles anzuzweifeln. Wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Und deswegen brauchen wir klare Methoden. Und deswegen müssen wir den Koran und die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam so verstehen, wie es die As-Salafus Salih verstanden haben. Die ersten Generationen. Warum? Weil sie sind diejenigen, die den Koran von sich aus verstanden haben, weil das war ihre Sprache. Wir sind alles keine Muttersprache. Kein Araber heutzutage ist Muttersprachler. Die Sprache des Korans muss man sich aneignen. Aber keiner von uns ist Muttersprachler. Wenn ich heutzutage in Deutschland aufgewachsen bin und hier geboren bin und ich gucke mir die Heute-Show an, verstehe ich sofort die Witze. Warum? Ich bin Muttersprache. Aber lass mal jemanden, der nicht in Deutschland lebt, der irgendwo, weiß ich nicht, in Ägypten lebt, in Argentinien und der muss sich Deutsch aneignen durch einen Deutschkurs. Lass ihn mal die Heute-Show gucken. Der wird vielleicht alles verstehen, aber der versteht die Pointe nicht. Warum? Weil er kein Muttersprachler ist. Er kennt die Kultur nicht, er kennt nicht die Umstände. Er versteht überhaupt nicht, worüber redet er eigentlich. Und wir gehen heutzutage an den Koran an und denken, wir können den Koran besser verstehen als die Sahabe. Wer bist du? Du bist doch gar kein Muttersprachler. Selbst wenn du Arabisch kannst, du bist der arabischen Sprache mächtig. Aber du bist kein Muttersprachler. Du wirst niemals den Koran und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam so verstehen können wie eine Aisha. Niemals. Wie ein Abu Bakr, wie ein Umar ibn Khattab. Kannst du gar nicht. Weil du bist kein Muttersprachler. Du musstest dir diese Sprache erst mühselig aneignen.
Und selbst dann verstehst du nicht die Pointen und die ganzen Hintergründe. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir auf das Verständnis der Erzählerfrustrate zurückgehen. Und schauen, wie haben sie das verstanden? Weil wenn wir das nicht tun, was passiert dann? Das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angekündigt hat, von Ibn Hibban, wird überliefert mit einem guten Isnad von Ibn Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu wa arda, dass er sagte, لَتَنْقُضُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. Die Knoten des Islam, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam meinte damit was? Die Grundfesten des Islam werden alle aufgelöst werden. Ein Knoten nach dem anderen. Subhanallah. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَكُلَّ مَنْ تَقَطَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. Jedes Mal, wenn ein Knoten aufgelöst wird, halten die Leute an den nächsten Knoten fest. وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضَى الْحُكْمُ. Der erste Knoten, der aufgelöst wird, ist das Regieren. Also die Zeit der Khulafa al-Rashidun, der rechtgeleiteten Kalifen, war beendet. Und dann kam was? Kam die Monarchie. Wurde aufgelöst. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und das letzte ist das Gebet. Und wir leben schon in dieser Zeit, wo Leute anfangen, das Gebet anzuzweifeln. Alhamdulillah, die Mehrheit der Muslime nicht. Aber es gibt mittlerweile Leute, die das anzweifeln. Weil sie genau diese Methodik befolgen. Diese Methodik, wo sie sagen, wir brauchen diese ganzen Interpretationen der ersten Generation. Hum Rijal wa nahnu Rijal. Sie sind Männer und wir sind Männer. Das, was sie können, können wir viel besser. Wir haben viel mehr Wissen als sie. Nein, habt ihr nicht. Weil ihr, euch fehlt dieses tiefgründige Verständnis, dieses natürliche Verständnis, was ihr euch niemals so aneignen könnt, dass ihr so gut seid wie ein Muttersprachler. Egal, wie gut du eine Sprache lernst, du wirst niemals so gut sein wie ein Muttersprachler, oder? Ja, egal wie gut du Englisch kannst, du wirst niemals so gut sein wie ein Muttersprachler. Geht gar nicht. Du kannst nicht vielleicht perfekt fließend reden, aber man merkt irgendwie, irgendwann einmal kommt irgendwas, wo man merkt, da habe ich dich erwischt. Egal wie gut du bist, ja, da habe ich dich erwischt. Ja? Subhanallah. Und auf jeden Fall, ja, ist es deshalb so wichtig, meine lieben Geschwister, dass wir uns mit dieser Sache wirklich beschäftigen. Und wir müssen auch aufpassen, wir sind alles noch bei der Einleitung, entschuldige, dass ich hier so ein bisschen, aber das ist wichtig, dieses Thema. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht immer darauf einlassen, alles aufgrund unserer Umstände anzupassen. Ja, die Umstände, sie beeinflussen den Menschen, gar keine Frage. Es kann sein, dass die Umstände dazu führen, dass viele Muslime ihre Religion nicht richtig praktizieren. Aber es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der sagt, ich praktiziere nicht, aber ich glaube, dass es eigentlich Pflicht ist, und jemandem, der sagt, ich glaube nicht, dass es eine Pflicht ist. Ein großer Unterschied. Jemand, der sagt, ich bete nicht, weil ich zu faul bin. Ich bin zu schwach. Das ist eine Sache. Und jemand, der sagt, ich bete nicht, weil ich nicht glaube, dass das Gebet eine Pflicht ist, ist eine ganz andere Sache. Was sagen die Gelehrten über jemanden, der das Gebet in Frage stellt? Das ist kein Muslim mehr. Ma'lumu min dini bi-darura. Das muss jeder Muslim wissen. Das weiß jeder Muslim. Und deswegen müssen wir aufpassen. Weil das Problem ist, dass viele Muslime heutzutage genau das tun. Sie nehmen die Umstände und sagen, ja, aufgrund der Umstände, und fangen dann an zu versuchen, irgendwie den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam an die Umstände anzupassen. Anstatt zu sagen, okay, wir können den Islam nicht so praktizieren, wie es eigentlich sein sollte. Wir sind zu schwach, ja. Aber wir akzeptieren, dass es trotzdem so ist, wie es Allah verlangt hat, dass das das Ziel ist, wo wir eigentlich hinwollen. Ich gebe euch Beispiele, damit das klar wird nur. Damit das klar wird. Und zwar, ich gebe euch drei Beispiele. Oder zwei. Zina. Zina ist heutzutage überall verbreitet, oder? Überall. Jeder Film, den ihr ankaust, hat mindestens eine Szene, wo irgendwie zwei Leute miteinander Geschlechtsverkehr haben und Zina betreiben. Für uns ist das normal geworden. Wir haben das Gefühl, das ist normal. Gut. Nur weil es heutzutage überall gemacht wird, heißt es deswegen, dass es halal ist? Heißt es deswegen, dass es halal ist? Weil alle Leute, ich meine, ich würde mal einfach behaupten, ja, dass die Menschen um uns herum, 80% von ihnen mindestens, Zina machen. Gut. Soll ich jetzt, wie es Sayyidina Atish verlangt hat, eine sexuelle Revolution anstiften, wo es normal ist, dass man jemand eine Freundin hat, einen Freund hat, das Zusammenleben? Das ist, sie ist konsequent. Ich meine, wie gesagt, die ist schlimm, die Frau. Das ist eine andere Sache. Ja? Aber sie ist konsequent. Sie ist wenigstens konsequent.
Er sagt, nein, man kann alles anzweifeln. Es gibt gar kein Fundament. Und sie ist konsequent in ihrer Methode. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich diese Methode konsequent befolge, dann müsste ich im Grunde genommen die gesamte Religion anpassen. Riba. Es gibt viele Muslime, die heutzutage Riba in Frage stellen. Ja, das gesamte System, das handelt mit Riba, also warum sollen wir da so streng sein? Und fangen dann an, ja, ist das wirklich Riba, was wir bei den Banken haben? Ja, das kann man doch eigentlich gar nicht als Riba bezeichnen. Und dann beginnen solche, obwohl Allah Ta'ala denjenigen, der das tut, den Krieg erklärt hat. Und trotzdem die Leute fangen an, das anzupassen. Und daran erkennen wir, meine lieben Geschwister, wie gefährlich das ist. Diese Methode, sie führt dazu, dass ich im Grunde genommen am Ende alles anzweifle. Und überhaupt kein Fundament mehr habe. Und deswegen muss ich mich davor so sehr in Acht nehmen. Weil es geht hier um unseren Glauben und die Bewahrung unseres Glaubens. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, meine lieben Geschwister, zu der sehr, sehr wichtigen Frage. Und zwar, wie ist das denn eigentlich, jetzt ganz konkret? Gibt es wirklich keinen Hinweis im Koran, der eindeutig ist darauf, dass der Hijab, also dass eine Frau oder zum Hijab einer muslimischen Frau auch das Bedecken ihrer Haare gehört? Gibt es solch einen Hinweis oder ist das wirklich so uneindeutig, wie immer wieder behauptet wird? Gucken wir uns das einfach mal an, inshallah ta'ala. Und zwar haben wir die Surah Nummer 24, Surah An-Nur. Surah An-Nur ist eine sehr interessante Surah, weil sie als einzige Surah im Koran mit dem Wort Surah beginnt. Und zwar sagt Allah ta'ala, Suratun anzalnaha. Eine Sura haben wir herabgesandt. Und wir haben sie zu einer Pflicht gemacht. Also wir haben das, was in ihr ist, zu einer Pflicht gemacht. Dies ist eine Sura, die wir als Offenbarung hinabgesandt und verpflichtend gemacht. Und jetzt kommt wichtig. Und in der wir klare Zeichen hinabgesandt haben. Warum? La'allakum. Auf das ihr bedenken möget. Das heißt, diese Sura, sie beginnt mit was? Sie beginnt so wie keine andere Sura. Um uns aufzuzeigen, all das, was in dieser Sura ist, ist für den Muslim verpflichtend. Es ist nicht einfach nur eine Empfehlung oder kannst du machen, kannst du nicht machen. Eine Sunna, ein Brauch etc. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, alles, was hier ist, ist für dich ein verbindlich als Muslim und als Muslimin. Und dann, Allah sagt nicht nur einfach, und er sagt, wir haben deutliche, klare Zeichen hinabgesandt. Dass die Sache eigentlich klar und deutlich ist. Und deswegen, wir werden sehen gleich, wie die Frauen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi und darauf reagiert haben. Für sie war das klar gewesen, eindeutig gewesen. Gab es überhaupt keine Diskussion. Und jetzt spricht Allah ta'ala über verschiedene Aspekte in dieser Sura. Und zwar spricht Allah subhanahu wa ta'ala zunächst erst einmal über den Zina, Unzucht, außerehelichen Geschlechtsverkehr und zeigt die Strafe auf. Dann spricht Allah ta'ala über Qadf. Qadf ist was? Dass ich jemanden, eine Frau verleumde, ihr vorwerfe, sie habe Zina begangen und spricht über die Strafe. Dann spricht Allah ta'ala über die Geschichte von Aisha, erstmal über den Qadf zwischen Mann und Ehefrau und dem Ni'an. Das heißt, dass ein Mann sozusagen dann schwört, dass seine Frau Sinna begangen hat und sie kann dann dagegen schwören. Und dann spricht Allah Ta'ala über die Geschichte von Aisha radiallahu anha und zeigt uns auf, sozusagen, dass Aisha radiallahu anha frei ist von all dem, was man ihr vorgeworfen hat, nämlich dass sie, wal'iyadhu billah, Sinna begangen haben soll. Und dann spricht Allah Ta'ala über die Fußstapfen des Shaitans und spricht noch einmal genau darüber, dass man auf keinen Fall, ja, eine ehrbare Frau vorwerfen darf, dass sie Sinna begangen hat, ohne vier Zeugen zu haben. Und dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala über ein wichtiges Gebot, und zwar, wie ich ein Haus zu betreten habe, worauf ich zu achten habe, damit ich einfach ein Haus betrete als Mann beispielsweise und als vielleicht eine Frau, die sich gerade sozusagen ausgezogen hat oder wie auch immer. Und jetzt spricht Allah ta'ala in diese über das Verhältnis zwischen Mann und Frau bezüglich der Blicke, bezüglich dann, dass ich keinen Sinner machen darf. Und dann bei der Frau noch bezüglich ihrer Kleidung. Hören wir uns mal diese Verse an, inshallah ta'ala.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Vers Nummer 39 in Surat An-Nur, Vers Nummer 24. Sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Warum? ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Das ist lauterer für sie. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was sie machen. Ist das eine Pflicht oder ist das keine Pflicht? Ist رَضُّ الْبَصَرَ, dass ich meinen Blick senke? Pflicht oder nicht Pflicht? Ist Pflicht. Ist das Bewahren meiner Scham Pflicht oder nicht Pflicht? Pflicht. Mit wem beginnt Allah Ta'ala? Mit den Männern oder mit den Frauen? Mit den Männern. Das heißt, erst einmal, damit auch dieses Argument entnommen wird, nicht die Frau ist schuld daran, dass ein Mann Zina macht. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht hier um gegenseitigen Schutz. Die Frau ist nicht schuld daran, wenn ein Mann seine Grenzen überschreitet oder sie sexuell, dann auch belästigt oder ähnliches tut. Nein, der Mann ist erst einmal für sich selbst verantwortlich. Genauso wie die Frau. Ganz wichtig. Deswegen, Allah beginnt mit den Männern. Weil es gibt einige Männer, die, ja, wenn sie sich, ja, findest du bei vielen orientalischen Männern diese Einstellung. Ja, hätte sie sich richtig gekleidet, hätte sie auch nicht angemacht. Es liegt in deiner Verantwortung. Wer bist du denn? Es ist doch kein Freiwild. Wenn sie sich freizügig kleidet, ja, macht sie vielleicht einen Fehler, aber das ist zwischen ihr und zwischen Allah. Es gibt ihr auch nicht das Recht, sie anzumachen. Subhanallah. Und jetzt spricht Allah subhanahu wa ta'ala über was? Allah subhanahu wa ta'ala spricht jetzt die muslimische Frau an. Und es geht hier auch ganz klar um ein Gebot. Das ist hier im Imperativ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. Genau dasselbe. Und sagt zu den gläubigen Frauen, يَغْضُطْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Sie sollen ihre Blicke senken. Oder von ihren Blicken senken. Dieses Mindestli Tab'id nach einigen gelernt. Das ist sozusagen ein Teil der Blicke. Die Blicke, die mit Gelüsten verbunden sind. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Und ihre Scham hüten. Ist das nicht auch eine Pflicht? Ist eine Pflicht, gut. Und jetzt geht's weiter. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Gut, bleiben wir hier kurz stehen. Was ist damit gemeint? Wir haben jetzt, und jetzt nochmal diese Sache, dass wir dieses Verständnis der As-Salaf as-Salih haben. Wir haben jetzt ja, eine ganz klare Aufforderung. Ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Wie haben die Sahabe das verstanden? Und zwar, wenn ich von den Sahabe spreche, spreche ich insbesondere von einer Frau, nämlich Aisha radiallahu anha. Es gibt etliche Überlieferungen, etliche, die authentisch sind. Von Aisha, von Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas und andere, die gesagt haben, was damit gemeint ist. Das, was sichtbar sein kann, ist was? Das Gesicht und die Hände. Gibt es verschiedene Wortlaute, der Ring, die Hände, der Henna. Aber alles deutet auf was hin? Auf das Gesicht und die Hände. Das heißt, diese Behauptung, es würde keine Überlieferung geben, die das aufzeigen. Allahu Akbar, du hast Asharat, wirklich sehr viel. Lies dir mal den Tafsir von Dur al-Manthur von As-Suyuti durch. Der liest eine ganze, ich weiß nicht genau wie viele Überlieferungen, liest dir alle auf, ja, welche das alles gesagt haben. Das heißt, diejenigen, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, eine Frau selbst, ich sage, das sind nur die Männer, die das, eine Frau selbst, nämlich Aisha radiallahu anha, die so viel Wissen hatte. Sie sagt, das, was gezeigt werden kann, ist das Gesicht und die Hände. Illa ma zahara minha. Es gibt noch die Meinung von Abdullah ibn Mas'ud, der meinte nur die äußere Kleidung. Das ist einer der Sahabe, die der Meinung waren, dass eine Frau auch ihr Gesicht bedecken muss. Aber wie gesagt, die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, dass eine Frau ihr Gesicht und ihre Hände offen zeigt. Illa ma zahara minha. Außer das, was gezeigt wird. Das Gesicht und die Hände. Und jetzt kommt etwas noch. Und zwar dabei bleibt es nicht. Sondern Allah Ta'ala, er fügt etwas hinzu. Nämlich indem er sagt, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Und sie sollen ihren Khimar auf ihren Jayb ihres Gewandes schlagen. Okay, was heißt das? Khimar ist nach allen Gelehrten. Du kannst jedes Lexikon in der arabischen Sprache, die ältesten bis zu den neuesten nehmen. Und alle sind sich darüber einig, mit einem Khimar ist eine Kopfbedeckung gemeint. Mit einem Khimar ist was gemeint? Eine Kopfbedeckung. Was ist jetzt genau konkret die Sache? Und hier kommen jetzt einige, die das mit ihren Argumenten sagen, ja, Allah erwähnt den Khimar, warum?
Weil die Frauen das aus Tradition getragen haben. Wer sagt, dass sie das aus Tradition getragen haben? Es mag sein, dass die arabischen Frauen auch so ihr Haupt bedeckt hatten, wie viele andere Frauen. Aber warum erwähnt dann Allah Ta'ala extra noch einmal das Kopftuch? Warum sagt nicht Allah allein einfach nur, wenn das Kopftuch nicht gemeint ist, sie sollen einfach nur ihren Brustschlitz, ihren Ausschnitt bedecken? Mit irgendwas anderem. Mit einem Schal. Warum sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, sie sollen, jetzt ganz wichtig, ihr Kopftuch nehmen und mit einem Teil des Kopftuchs, er sagt nicht, وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ, sie sollen ihr Kopftuch über ihren Ausschnitt werfen, sondern er sagt, sie sollen einen Teil ihres Kopftuches nehmen, was sie ohnehin tragen, und das über was werfen? Über ihren Ausschnitt. Warum? Weil die Frauen damals teilweise hier alles offen gelassen haben. Das Dekolleté. Sie haben zwar ihr Haupt bedeckt gehabt, aber sie hatten das Dekolleté. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, nein. Ihr sollt neben eurem Haupt, neben eurem Haar, sollt ihr auch noch den Halsbereich bedecken. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, nehmt eure Kopftücher als Bestätigung, ja, als nochmal Festlegung, euer Kopf muss bedeckt sein, und nehmt einen Teil von dem Tuch und bedeckt damit euren Hals und euren Ausschnitt. Ja, ist klar und deutlich, die Sahaba haben sie nicht anders verstanden. Und deswegen die Interpretation von all den Gelehrten. Was will ich mehr? Als solch eine klare Ay, wo Allah Subhanahu wa Ta'ala so klar und deutlich von einer Frau verlangt, ihr Kopftuch zu nehmen, mit dem sie ihr Kopf bedeckt hat, und einen Teil davon dann über den Brustausschnitt zu werfen. Und jetzt schaut man die Reaktion der Frauen. Aisha berichtet es, absolut authentisch. Bukhari, Rahimallahu Nisa al-Muhajirat al-Uwal. Möge Allah sich jener Frauen, erbarmen, ja, welche sozusagen als erstes ausgewandert sind, also von den ersten Auswanderern. Als Allah subhanahu wa ta'ala, Sahih Bukhari, Yarhamallahu Nisa al-Muhajirat al-Uwal, von Aisha. Eine Frau berichtet das. Das heißt, wir berichten hier aus den Augen einer Frau, nicht aus den Augen eines Mannes. Wie immer wieder behauptet wird, die Männer, die hätten das sozusagen der Frau auferlegt. Das ist ein göttliches Gebot, hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Aisha berichtet, möge Allah sich jener Frauen, die als erstes ausgewandert sind, erbarmen. Lama anzal Allah, als Allah herabgesandt hat, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ, Allahu Akbar. Ja? Diese Ayah, die wir gerade erzählt haben, dieser Teil der Ayah, شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ, haben sie ihre Untergewänder genommen. Ja? Und was haben sie gemacht, weil es nicht ausgereicht hat? Haben sie sich damit richtig komplett eingehüllt. Also so wie es Allah Ta'ala, فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. Guck mal, welches Wort sie benutzt. اِخْتَمَرْنَ بِهَا. اِخْتَمَرَ kommt von Khimar. Was heißt Khimar? Khimar ist Kopfbedeckung. Das heißt, sie haben damit was gemacht? Ihren Kopf bedeckt und genauso wie es Allah verlangt hat von ihnen, ihren Hals bedeckt. Ist das nicht eine authentische Überlieferung? Ist diese Überlieferung nicht von einer Zeitzeugin? Ist diese Überlieferung nicht von einer Frau, die das selbst gesehen hat und die es selbst praktiziert hat? Die absolut authentisch ist in jeder Hinsicht. Wie kann man also behaupten, es gäbe denn keine Belege? Und jetzt kommen wir zu einigen Belegen, die noch eindeutiger sind. Die von der Hadith-Wissenschaft her von einigen Gelehrten nicht als sahih eingestuft wurden. Aber andere Gelehrte wiederum gesagt haben, dass es verschiedene Überlieferungen gibt, sogenannte Zeugenüberlieferungen, welche sie bestätigen, sodass sie in ihrer Gesamtheit als akzeptabel eingestuft werden. Und zwar der Hadith von Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha, die gesagt hat, دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. Ja? Also sie, sozusagen Asma ist zum Propheten gekommen. Sie war noch jung gewesen. وعليها ثياب رقاق. Sie hatte, sag ich mal, leichte Kleidung an. فأعرض عنها. Und er hat sich von ihr abgewandt. Und er sagte dann zu ihr, يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. O أسماء, wenn die Frau die Menstruation bekommt, darf man von ihr nur das und das sehen. Er zeigte auf sein Gesicht und seine Hände. Von ihm Abu Dawud überliefert. Wie gesagt, diese Überlieferung haben die Gelehrten als Mursal eingestuft. Okay.
Mursal ist eine Überlieferung, die umstritten ist unter den Hadith-Gelehrten. Aber dadurch, dass es verschiedene Shawahid gibt, das heißt andere Überlieferungsstränge, wo genau dasselbe überliefert wird, haben, wie Sheikh al-Albani und einige andere Gelehrte, diese Überlieferung noch als Hasan eingestuft. Also eine Überlieferung, auf die man sich was, auf die man sich stützen kann. Und wie gesagt, das ist nicht der Beweis, warum eine Frau ihr Hijab trägt und ihr Kopf bedeckt, sondern das ist lediglich was? Eine zusätzliche Überlieferung, eine zusätzliche, ja, die das nochmal bekräftigt. Die das noch einfach mal, was? Bekräftigt. Es gibt Überlieferungen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam über das Gebet spricht. Ich habe diese leider, weil ich heute das erst vorbereitet habe, ich konnte nicht alles leider raussuchen. Ich habe teilweise jetzt viel gelesen, aber nicht alles rausschreiben können, weil ich, wie gesagt, nur ein paar Stunden Zeit hatte zum Vorbereiten. Nicht ausreichend Zeit. Und auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es Überlieferungen, die authentisch sind, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufzeigt, dass eine Frau nur in einem Khimar beten darf. Und was wird denn im Gebet bedeckt? Die Aura. Die Aura des Mannes und die Aura der Frau. Und das deutet darauf hin, dass es sich hierbei um was handelt? Um die Aura. Hinzu kommt, es gibt nicht eine einzige Überlieferung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nicht mal annähernd, aus der hervorgeht, dass eine muslimische Frau zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihr Haar nicht bedeckt hat. Gibt es nicht. Gar kein. Aber es gibt noch andere Verse, die das nochmal bekräftigen. Und zwar ebenfalls in Surat An-Nisa. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. In Vers Nummer 60. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Und für diejenigen unter den Frauen, die sich zur Ruhe gesetzt haben, also ältere Frauen sind damit gemeint. Was? Ja, Surat An-Nur. Nein, ich habe Surat An-Nur gesagt, oder? Habe ich Nisa gesagt? Verzeihung, habe ich Surat Nisa. Surat An-Nur, Vers Nummer 24, also Surat Nummer 24. Und für diejenigen unter den Frauen, die sich zur Ruhe gesetzt haben und nicht mehr zu heiraten hoffen, weil sie schon alt geworden sind, haben kein Bedürfnis mehr zu heiraten, glauben auch nicht, dass irgendjemand um ihre Hand anhalten wird, ja, ist das keine Sünde, wenn sie ihre Gewänder ablegen, ohne jedoch ihren Schmuck zur Schau zu stellen. Doch sich dessen zu enthalten, ist besser für sie und Allah ist allhörend und allwissend. Was entnehmen wir aus dieser Ehe? Erstens, was ist damit gemeint? Eine ältere Frau, sie muss dieses Gebot, was wir gerade hatten, und auch das Gebot, was jetzt noch kommen wird mit dem Jilbab, ja, worauf wir noch gleich eingehen werden, insha'Allah ta'ala, nicht mehr ganz so streng befolgen wie eine jüngere Frau. Und trotzdem, und deswegen haben die Gelehrten gesagt, sie kann sozusagen ihren Jilbab abnehmen. Jilbab ist nochmal ein Übergewand, was sie tragen sollte. Und es ist nicht so bei ihr so streng zu betrachten. Und es gibt eine Überlieferung, dass, ich weiß jetzt nicht, ich habe die auch leider nicht mal rausschreiben können, subhanallah, von einer Sahabia, die ist authentisch, diese Überlieferung, ja, dass sie dann ja auch gesagt hat, sie haben, die Sahaba haben zu ihr gesagt, du musst dich doch nicht mehr so, weiß ich nicht, so umhüllen und verhüllen. Und sie meinte aber, Allah Ta'ala, er sagt was? Doch sich dessen zu enthalten, ist besser für sie. Mit anderen Worten, ist es besser, wenn sie trotzdem diese Einstellung haben. Was lehrt uns das? Was lehrt uns das? Etwas ganz Wichtiges. Dass die grundlegende Einstellung im Koran erst einmal die ist, dass eine Frau ihre Reize in der Öffentlichkeit bedecken sollte. Das ist die grundlegende Einstellung. Das heißt, wenn Leute heute kommen und im Grunde genommen versuchen, genau das Gegenteil zu bewirken, dann widerspricht das dem Geist des Korans, ganz klar. Weil der Geist des Korans ist was? Dass es Gute ist und zur Iffe gehört einer Frau, dass man versucht, seine Reize in der Öffentlichkeit bedeckt zu halten und nicht zur Schau zu stellen. Und deswegen auch diese Debatte, die ich so gefährlich finde. Wenn Leute anfangen, in der Öffentlichkeit darüber zu reden und vielleicht dann auch junge muslimische Schwestern und auch schon ältere muslimische Schwestern damit beeinflussen, sodass sie im Grunde genau das Gegenteil von dem tun, was Allah eigentlich von ihnen verlangt hat, dann haben sie Fitna gestiftet. Das ist nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Du hast Fitna gestiftet. Du hast eine Frau oder einen Mann auch in Versuchung gebracht.
Die Einstellung des Korans ist, وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ. Doch sich dessen zu enthalten, also weiterhin das zu tragen, was auch eine junge Frau tragen sollte, ist besser für sie. Und Allah ist allhörend und allwissend. So war die Einstellung der Sahabiyat gewesen, radwanullahi alayhin. Das ist das, was wir beigebracht bekommen haben. Und nicht das Gegenteil, ich versuche sie im Grunde davon abzuhalten. Und nochmal ganz wichtig für die Leute, die vielleicht etwas später dazugekommen sind. Es geht hier nicht darum, jemanden zu verurteilen. Und schon gar nicht unsere Schwestern zu verurteilen, die vielleicht kein Hijab tragen, überhaupt nicht. Es geht hier um eine ganz wichtige Angelegenheit in unserer Religion. Und jetzt kommen einige und sagen, ja, aber ihr tut so, als wäre das Aqidah, Iman. Ja, es geht um Iman. Wen spricht denn Allah hier an? قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, sprich zu den Gläubigen. Allah sagt nicht zu den Muslimen, zu den Gläubigen. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, und sagt zu den gläubigen Frauen. Was sagt dann Allah Ta'ala am Ende der Ayah, die wir vorhin gehört hatten, wo es um das Senken der Blicke geht, um den Khimar? Was sagt dann Allah? Die Ayah geht weiter, die ist lang, die Ayah. Lass uns mal die Ayah mal komplett lesen. Und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen. Und ihren Schmuck nicht offen zeigen, nochmal, ja, und ihren Schmuck nicht offen zeigen, nochmal eine Bestätigung, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen, denen, die ihre rechte Hand besitzt, den männlichen Gefolgsleuten, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben, den Kindern, die auf die Blöße der Frauen noch nicht aufmerksam geworden sind. Und jetzt hört zu. Und sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit nicht bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen. Guck mal. Ja? Leute, die dann anfangen, auch den Hijab in Frage zu stellen, die haben kein Problem damit, dass eine Frau mit Bikini irgendwo hingeht. Normal. Schwimmunterricht, normal. Aber ganz klar, Allah Ta'ala, er will diesen Tasattur, das Bedecken. Aus islamischer Perspektive etwas Positives. Es mag sein, dass wir im Westen das negativ sehen. Aber es ist nicht unser Maßstab als Muslime. Unser Maßstab ist was? Qala Allah, qala Rasul. Wer damit ein Problem hat, ja gut, der hat ein Problem damit. Das ist nicht unser Problem. Können wir gerne darüber diskutieren. Wir leben in einer Gesellschaft. Wir können gerne darüber diskutieren. Aber am Ende ist es meine Religion. Und ich bin nicht bereit, meine Religion für dich zu verändern. Nur damit ich angenommen werde, akzeptiert werde, kann ich darauf verzichten. Pfeife ich drauf. Hauptsache Allah nimmt mich an. Hauptsache Allah ist mit mir zufrieden. Hauptsache, ich kann am jüngsten Tag den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sollte ich ihn überhaupt zu Gesicht bekommen, in die Augen schauen. Das ist wichtig. Und nicht, dass dann ich zum Propheten will, zu seinem Becken und mir gesagt wird von den Engeln, du darfst hier nicht durch, weil du nämlich verändert hast. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Der Prophet sagt, es wird Menschen geben. Die kommen, oh, ich bin Muslim. Und die Engel halten ihn zurück. Der Prophet sagt, was ist los, warum lass ihn nicht durch? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Du weißt nicht, was sie nach dir alles erneuert haben. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Und jetzt geht's weiter. Die Ayah geht noch weiter, ist noch nicht zu Ende. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Auf dass es euch wohl ergehen möge. Also zu behaupten und zu sagen, das ist doch kein schlimmes Thema, ihr hebt das Thema so, als wäre es irgendwie eine der Arkan und Iman. Allah sagt, wir sollen bereuen. Allah sagt das in derselben Ayah. Und er zeigt uns auf, nur wenn wir bereuen und wenn wir die Gebote Allahs so praktizieren, wie er das von uns verlangt hat, dann werden wir erfolgreich sein. Und dann kommen Leute an und sagen, ach, ist doch nicht so schlimm das Thema, man kann doch mal über alles diskutieren. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Und jetzt gibt es noch eine Ayah, die jetzt in diesem Kontext immer wieder erwähnt wird. Und zwar handelt es sich hier um eine Ayah in Surat al-Ahzab, der Surah Nummer 33. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier in dieser Ayah noch einmal ein anderes Thema an, was zusätzlich zu der Ayah in Surat al-Nur ist. Und diese Sache, ist nicht die Grundlage für das Bedecken des Kopfes einer Frau. Aber es ist nochmal eine zusätzliche Angelegenheit. Und zwar sagt Allah Ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Surat al-Ahzab, Vers Nummer 59. Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin.
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Es gibt lange Diskussionen darüber, was damit gemeint ist. Also soll man sozusagen nochmal einen Überwurf haben und ihn über sein Gesicht tun? Oder geht es darum, sozusagen nochmal wie eine Art Mantel etwas zu tragen? Lange Diskussion, wollen wir gar nicht darauf eingehen. Und jetzt kommt ein Zusatz und da heißt es, dass es eher geeignet, dass sie nicht erkannt und so nicht belästigt werden. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Jetzt kommen einige und sagen, diese Ayah wurde offenbart, weil einige Frauen zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, als sie zum Khala gegangen sind, zum Abort gegangen sind, belästigt wurden. Und daraufhin soll Allah ta'ala diese Ayah offenbart haben, damit unterschieden werden kann zwischen einer Sklavin und zwischen einer freien Frau, damit sie nicht belästigt wird. Erstens, dieser Offenbarungsanlass ist nicht authentisch, das ist Nummer eins. Das heißt, dieser Offenbarungsanlass, auf den man sich stützt, ist nicht authentisch. Auch dieser Offenbarungsanlass, dass einer sozusagen dann einer Frau hinterhergeschaut haben soll und dann gesagt, das begründet haben soll, ja, es dachte, es wäre eine Sklavin. Ist nicht ganz authentisch. Was ist aber mit dieser Ehe gemeint? Diese Ehe ist wahrscheinlich gemeint, und Allah weiß es am besten natürlich, dass eine muslimische Frau, ja, noch einmal in der Öffentlichkeit, ja, zeigen soll und zum Ausdruck bringen soll, dass sie wirklich versucht, sich zu schützen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, noch einmal dazu aufgefordert, das noch mal extra hervorzuheben. Also es geht hier nicht um den Gesichtsschleier, auch wenn es einige so verstanden haben, aber die meisten Gelehrten sehen das nicht so, dass es um den Gesichtsschleier geht, sondern es geht darum, noch einmal sozusagen zusätzlich zu der Kleidung, die man trägt, eine Art, sage ich mal, Übergewand zu haben. Eine Art Übergewand zu haben und noch mal sozusagen noch mehr, dann, also um die Körperkonturen dann zu bedecken. Jetzt gibt es einige, die sich darauf schützen und sagen, ja, aber die Sklavin musste ja zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und zur Zeit der Khulafa ar-Rashidun kein Hijab tragen, ihr Kopf nicht bedecken. Und das sei der Beleg dafür, der einmalige Beleg, dass sozusagen dieses Gebot nicht sozusagen allgemein ist, sondern gesellschaftsrelevant ist. Erstens, diese Ayah hat nichts mit diesem Gebot zu tun. Das Gebot entnehmen wir aus was? Aus Surat an-Nur. Zweitens, wer sagt, dass alle Gelehrten das so gesehen haben, dass das wirklich so gewesen ist, dass die Frauen, auch die Sklavinnen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zur Zeit der Khulafa ar-Rashidun, das so gemacht haben? Es gibt einige Überlieferungen. Aber erstens, viele dieser Überlieferungen sind nicht authentisch. Und die meisten Gelehrten, viele Gelehrte, Ibn Hazm und andere, haben das ganz klar in Frage gestellt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt keine authentische Überlieferung, aus der hervorgeht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwie einen Unterschied gemacht hätte, was dieses Gebot betrifft zwischen einer Sklavin und einer freien Frau. Gut, was machen wir jetzt mit Überlieferungen, die auf Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, zurückzuführen sind, dass er einige Sklavinnen bestraft haben soll dafür, dass sie sich so kleiden wie eine freie Frau? Wir müssen das im historischen Kontext verstehen. Erstens, diese Überlieferung, wenn wir uns sie anschauen, da geht nicht daraus hervor, dass die Frauen nicht ihr Haar bedeckt hatten. Sondern sie haben ihr Haar bedeckt, aber sie haben sich teilweise so gekleidet wie eine freie Frau, aber sich nicht so verhalten, wie damals es üblich war für eine freie Frau. Was dann zu was geführt hat? Zu einer Form von Versuchung. Weshalb Umar ibn Khattab gesagt hat, ja, und da gibt es verschiedene Überlieferungen, ja, dass, ja, eine Sklavin, das ist aus dieser gesellschaftlichen Kontext zu entnehmen, sich nicht genauso kleiden sollte wie eine freie Frau, damit es erkenntlich ist. Aber das heißt nicht, dass sie nicht auch trotzdem ihre Reize bedecken soll. Und wie gesagt, all diese Überlieferungen, die herangeführt werden diesbezüglich, sind keine authentischen Überlieferungen. Und das Merkwürdige ist bei dieser ganzen Sache, dass diejenigen, die ohnehin die Sunna verleugnen und immer wieder sagen, die Sunna sozusagen kann ich so nicht akzeptieren, dann plötzlich sich auf diese Überlieferung stützen. Aber man sagt so, subhanallah, das ist ein Widerspruch. Auf der einen Seite verleugnest du die Sunna und stellst alles in Frage, sogar was absolut authentisch überliefert wurde, aber auf der anderen Seite stützt du dich auf Überlieferungen, die von den Hadith-Gelehrten abgelehnt werden. Also entweder akzeptierst du die Sunna oder du lehnst die Sunna ab. Das heißt, mit anderen Worten, meine lieben Geschwister, ja, diese dritte Ayah, die wir jetzt hatten, wir müssen auch langsam jetzt zum Ende kommen, weil das ist jetzt natürlich sehr viel gewesen, ja, sie deutet nochmal darauf hin, dass es eigentlich sozusagen nochmal eine zusätzliche Bedeckung für die Frau geben soll, neben der sozusagen normalen Bedeckung, also dass sie noch einmal einen Mantel über sich zieht. Also es ist eigentlich nochmal ein Beleg für was? Dafür, dass sie sich bedecken soll und nicht umgekehrt.
Und ich könnte jetzt noch mehrere andere Überlieferungen nennen, ja, aus denen hervorgeht, ja, dass die Frauen das auch wirklich so verstanden haben. Und dass all die Überlieferungen, die wir aus dieser Zeit haben, darauf hindeuten, dass die Frauen sich komplett sozusagen, also mit Ausnahme des Gesichts, auch einige Frauen haben ihr Gesicht bedeckt zur damaligen Zeit, ja, aber grundsätzlich ihr Haar immer bedeckt gewesen ist, die wir jetzt aber aus zeitlichen Gründen einfach nicht mehr sozusagen aufzeigen. Und ich glaube auch diejenigen, die die Pflicht des Hijabs oder des Khimars verleugnen, sie stellen das auch gar nicht in Frage. Ja, sie sagen einfach nur, das war ein Brauch gewesen, eine Tradition. Aber wir haben gesehen, eindeutig, ja, mit eindeutigen Belegen, ja, aufgrund des Verständnisses der Sahabe selbst, ja, wie sie das verstanden haben, wie sie es umgesetzt haben, wie sie es interpretiert haben, dass es hierbei ganz klar auch um das Bedecken des Haares einer muslimischen Frau geht. Ja? Das dazu, insha'Allah ta'ala. So, barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبارك الله فيكم السلام عليكم